Habt ihr schon einen Namen? Ratet. Max? Nee, mir ist zu häufig. Luca? Nein. Donald. Fängt mit A. Alexander. Kalt. Andreas. Origineller. Asterix. Arthur. Abraham. Attila. Dann sag's halt. Adolf. Adolf. Kinder. Echt jetzt? Der Kinocast. Wollen wir mal anfangen? Wenn es sein muss. Oh. Ja, also. Na, hallo. Hi auch, Dach. Ja, willkommen hier zum neuen Kinocast. Heute eine Herrenrunde. Mal gucken, wie das so weitergeht hier. Herrenwitze oder irgendwas ähnliches. Herrentorte. Ja. auf jeden Fall wird es auch so am Rande um Filme gehen, denn das ist ja der Kinocast und mit mir in der Leitung ist der Chris. Hallo Chris. Hallo Erik. Ja, genau. Erik ist mein Name, meine Wenigkeit. ich konnte leider letzte Woche nicht in die Sneak Preview gehen, deswegen wird jetzt der Chris mal kurz sagen, was da für ein Film zu sehen war. Der Vorname. Entschuldigung, ich dachte, du sagst noch was. Der Vorname. Wir müssen an so einem Timing arbeiten. Ist ja gar... Genau, die Witze, die zünden hier noch nicht so richtig. Nee, die zünden noch nicht so ganz. Also der Vorname war der Sneak-Film der Woche. In Sneak Nummer 971. In der Innenstadt-Kino-Sneak. Hat man ja getippt, ja, so, ne? Ja, wurde getippt, kam dann auch. Und ich war ja am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. So, deutscher Film, wird dann eine Komödie jetzt. Und bin dann rausgegangen mit einem ziemlich breiten Grinsen auf dem Gesicht. Warum? Ist relativ einfach. Also erstmal anfangen mit, dass der Vorname ja eine Neuverfilmung ist, eines gleichnamigen französischen Films von Alexandre de la Patellier und Mathieu Delaporte. Aus dem Jahr 2012. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Klingt erstmal nicht so falsch, ne? Genau. Und jetzt haben wir eben den deutschen Film, der, ja, hier steht Erscheinungsdatum 6. Oktober. Das möchte ich jetzt mal an dieser Stelle anzweifeln. der ganz anders daherkommt. Also, das heißt ganz anders daherkommt. Der kommt halt mit was Deutschem daher. Und er ist relativ... sehr, sehr stark besetzt. Es ist, er spielt mit. Also, Regie erstmal hat Sönke Wortmann geführt. Dann spielt mit Iris Berben, Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst, Caroline Peters, Justus von Donani, danke. Janina Use oder Janina Use und ist Serkan Kaya. Ist die verwandt oder verschwägert mit Beate? Ich habe sowas von keine Ahnung. Aber ich werde das recherchieren hier. Ich bin die Schattenredaktion jetzt. Du bist, das ist sehr lieb von dir. Ich denke eigentlich nicht. Aber ist egal. Also der Vorname ist, wie gesagt, mehr spielen aber auch nicht mit in diesem Film. Also es sind wirklich diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute und der Pizzabote, der Serkan Kaya, ist nur ganz am Anfang zu sehen. Also, der Pizzabote. Ja, Pizza, hört nicht meinen eigenen Namen. Der heißt nur Pizzabote. Und ja, worum geht's in diesem Film? Der Florian David Fitz, also Thomas Böttcher, ist eingeladen zum Abendessen bei seiner Schwester Elisabeth und ihrem Mann Christoph. Also Stefan, gespielt von Christoph Maria Herbst, so rum. Und ja, das heißt, er sagt halt dann, ja, hier, Anna ist ja schwanger und bliblablub und wir haben jetzt einen Namen für unseren Sohn, es wird ein Junge und er kriegt einen ganz tollen Namen. Und dann fängt natürlich die muntere Raterei an. Der René, also Justus von Donani, kommt dann auch noch vorbei. René ist ein Freund der Familie, aufgewachsen mit Thomas und Elisabeth, auch zum Abendessen eingeladen. Und ja, es entsteht dann eben die Diskussion, wie könnte denn das Kind heißen? Und dann eröffnet Thomas der Familie, wie der Sohn heißen soll. Und er soll den deutschen Namen Adolf bekommen. So. Es beginnt anschließend eine wirklich teils aberwitzige Diskussion darum, ob denn das der richtige Name ist und warum nicht. Und ich muss es wirklich vorneweg nehmen gleich schon.
die Diskussion, wo geführt wird, die Argumente, die aufgeführt werden, gerade von Thomas, der den Namen seines oder den potenziellen Namen seines Sohnes verteidigt, es ist völlig verrückt. Und man denkt sich nach einer Weile eigentlich, er hat nicht so Unrecht. Das ist immer dieses, an was denkst du, wenn du gewisse Namen hörst, ist auch so ein Argument. Und dann fängt er an, eine Liste zu erstellen mit Namen, die eigentlich schon verbraucht sind. Da steht dann drauf Josef. Na, Erik, was fällt dir spontan ein bei Josef als erstes? Also irgendwas Religiöses hier, Maria und Josef. Ja, das wäre ja noch ein guter Dings. Wie wäre es mit Stalin? Ach so, ach, okay, oh. da hätte ich jetzt erst ganz spät dran gedacht. Echt? Ja. Ja, es geht halt darum, ab wie viel ermordeten Menschen es wirklich darum geht, dass man den Namen nicht mehr nehmen kann. Dann war natürlich Hermann aus dem Rennen, Heinrich war aus dem Rennen, Rudolf war aus dem Rennen, Josef Goebbels natürlich, darf man auch nicht unerwähnt lassen. Es waren ganz viele Namen plötzlich aus dem Rennen. Und es entsteht halt wirklich eine Diskussion, die sich fortschreibt zwischen Thomas, also zwischen dem Vater, und Stefan, dem Christoph Maria Herbst. Also Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst betteln sich aufs Blut fast schon, während René das dann auch irgendwann rausbekommt, dass das eigentlich alles nur ein Scherz ist. Das darf man nämlich schon mal verraten. Also im Endeffekt ist es nur ein Scherz. What? Das Ganze spitzt sich dann zu, als Janina Use kommt. Anna, ich verwechsel heute echt die Namen an einer Tour. Also Anna kommt, Janina Use. Und die erstmal so voller Freude ist über den Namen, den sie ja gewählt haben und überhaupt die Diskussion nicht versteht und es halt dann völlig eskaliert, als sie meinte, ja, wir haben diesen Namen ja völlig bewusst gewählt. Und sie denkt halt, es geht um den richtigen Namen und, und dann explodiert das Ganze nochmal und dann biegt auch der Film schon ab, weil dann wird erstmal aufgeklärt, okay, es geht nicht allein um den Namen Adolf, sondern dann kommen ganz viele Probleme in dieser Familie raus. Es werden noch andere Sachen ans Tageslicht befördert, die ich jetzt hier nicht erzählen werde, weil das war wirklich zu arg gespoilert. Nur, es entwickelt sich wirklich ein Film, der so abstrus komisch teilweise ist und ja, wirklich von den Dialogen her unfassbar gut. Also wirklich richtig, richtig gut. Da gibt ein Wort das andere, das ist durchdacht. Da sind richtig tolle Schauspieler dabei. Und ja, so wie es halt ist, in ein deutsches Spießerhaus oder in einem ja, Lehrer-Professoren-Haushalt sowas reinkommt mit einem, der ja sein Abi nicht gemacht hat und jetzt seinen Sohn Adolf nennen will, dann ja, wird das sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, ich habe auch am Anfang gedacht, ja, und man darf die Rolle von Iris Berben als Mutter im Hintergrund auch nicht irgendwie unterschätzen. Das ist auch, die taucht nicht wirklich oft auf, aber wenn, dann richtig. Und ja, fällt gerade tatsächlich noch so ein eigentliches Beispiel ein, dass man ja auch Sachen, in dem Fall von Adidas oder sowas, nicht mehr tragen dürfte. Weil der gute Mann hieß ja auch Adolf, ne? Und der Adolf vom Thomas, also dem sein Sohn, der wird ja hier diesen Namen erstmal reinwaschen, ist ja klar. Der wird auf ganz arg viel Gegenliebe stoßen mit seinem Namen und auch in der Schule bestimmt keinerlei Probleme haben mit seinem Namen, sondern der wird dafür sorgen, dass die Welt besser ist. Und dann sagt er noch was Schönes, er sagt nämlich, dass durch das, was hier mit diesem Hitler und alles passiert, dass man Hitler fast schon heilig spricht. Dadurch, dass es immer, oh, das ist der Böse und oh, das müssen wir alles auslöschen und das darf bar und bar und bar. Und auch da, ja, ein Stück, ich will jetzt sagen, hat er recht, aber es geht wirklich in die Richtung, wo ich auch ähnlich sehe, dass wenn man was zu hoch hängt die ganze Zeit oder auch an einfachen Dingen festmacht, wie jetzt zum Beispiel einem Namen, ey, da kann ganz viel kaputt gehen. Und ja, wie gesagt, top besetzt, die Schauspieler durch die Bank, durch alle 6 oder vielmehr alle 5, weil, also Serkan Kaya nehme ich jetzt nicht wirklich mit rein als Pizzabote, haben mich da wirklich abgeholt, überzeugt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dazu zu sehen. Es waren sehr kurzweilige 91 Minuten und mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen, außer dass er besser war als gedacht, die Angst, die ich im Vorfeld hatte, begraben wurde und ja, der Vorname seines Kindes, der soll schon richtig clever ausgewählt werden. Man achte auch auf die Diskussion Stefan mit PH oder mit F.
Lauter solche Sachen. Also wie gesagt, sehr, sehr cool. Der Vorname, ich kann ihn eigentlich empfehlen. Okay. Ich kann mich noch erinnern, dass mich der französische Film, den wir auch in der Sneak Preview hatten in Stuttgart damals, ist aber jetzt auch schon wieder einige Zeit her, dass der mich an irgendeiner Stelle dann irgendwie ein bisschen genervt hat, konnte ich mich erinnern, weil das einfach zu viel war und dieses theatralische. Natürlich hat jetzt der, wenn das jetzt hier in Deutschland spielt, hat es jetzt noch eine gewisse zusätzliche Brisanz, um es mal so zu sagen. Denn Frankreich ist da doch ein bisschen weiter weg von dem ganzen Thema und hier gerade mit der eigenen Schuld, die man auf sich und so weiter. Ja, ich hatte echt die Bedenken auch, ich konnte jetzt nun am Montag jetzt gerade nicht, aber also wenn ich ihn geschaut hätte, hätte ich gern mal so die Unterschiede oder die Gleichnisse rausgearbeitet, um zu sehen, wie viel da in dem französischen Film schon drin war. Denn alles, was du jetzt erzählt hast, bis auf das mit dem Pizzaboten, da konnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Der kommt ganz am Anfang nur und ja, gibt Pizza ab. Ich weiß gar nicht, aber diese ganzen Diskussionen und dass ich das dann noch ausweite, dann geht es halt auch gar nicht mehr irgendwie um den Namen, sondern da werden Sachen gesagt, die man sich schon lange mal sagen wollte und verschwiegen hat und sowas. Das wird hier ähnlich sein, denke ich mal, wenn das auch alles auf demselben Theaterstück basiert, schätze ich mal, dass solche Sachen dann auch alle überall gleich sein werden. Naja, aber ja, gut, ich habe mir jetzt in der Sneak verpasst. Ich werde dann irgendwie im Heimkino mal nachholen. Hat jetzt nicht so die wahnsinnige Priorität bei mir, weil wie gesagt, den französischen Film hatte ich ja schon. Und ich glaube, da habe ich den Film schon gesehen jetzt. Ja, schau ihn trotzdem an. Ja, gesagt, ich Heimkino vorgemerkt. Es sind so viele einfach herrliche Dialoge da drin, das richtig wird dir sehr gut gefallen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du dann zu Hause im Sessel hockst mit Knie, Muha. Genau, so in etwa. Ja, Herr Christoph Maria Herbst, ich glaube, der bringt das gut rüber. Ist der Vater von dem Kind, mit dem, was den Namen haben soll? Der ist Stefan, der Ehemann, der völlig dagegen schießt, der sagt, wie kann man eigentlich so bescheuert sein? Und der Oberspießer ist und der ist ja so belesen und alles und er ist halt der Professor und herrlich, wie gesagt. Okay. Also klingt cool. Wirklich, wirklich herrlich. Der Vorname. Wann läuft der an jetzt gerade? Das gucke ich gerade mal. Der das Vorname. Muss ich jetzt auch nochmal staunen. Der Vorname. Bei 6. Oktober kann ich sein. Hier mit Florian David Fitz und 18.10. steht hier. 18.10. Also läuft er jetzt. Jetzt im Kino. Jetzt geht rein. Musik Helmut Zerlett. Echt? Okay, und Regie ist Sönke Wortmann. Ja. Helmut Zerle, na, auch lange nichts gehört, seit Harald Schmidt-Show. Ja, und die Lost Zerlettis. Helmut Zerlett und seine Band. Ja, und immer einen anderen Namen gehabt. Also der Vorname, ich gucke gerade mal hier, Kritikerwertung, Community, was gibst du? Ich habe ihm jetzt 7 Punkte gegeben. Okay, dann liegt. Aber er hat wirklich massiv an den 8 und besser gekratzt. Dann liegst du im Bereich der Community bei Moviepilot, die gibt 7,1 im Schnitt bei 70 Bewertungen. Bei uns ist hier in der Innenstadt-Kinos-Gruppe, der Sneak Preview Innenstadt-Kinos-Gruppe, die schlechteste Bewertung ist 8 und bis 9 ist alles dabei. Also 4 bis 9. Heute habe ich es irgendwie. Also von 4 bis 9 Punkten alles dabei. Cool. Jo, na dann, gehen wir doch gleich mal weiter im Text, nämlich mit der Sneak Preview, die uns morgen erwartet. Da gibt es ja einen sehr umfangreichen Tipp, habe ich gelesen. Ja, der helle Wahnsinn. Also der Tipp für die Sneak Nummer 972 vom 22.10. ist ganz einfach nur entlassen. Okay. Ist da schon irgendwas eingegangen hier? Ich sehe gerade nichts. Ja, da ist eingegangen Halloween. Echt? Aber ja. Ist doch, gibt es das jetzt nochmal als Film oder was? Ja, es kommt doch ein neuer Halloween-Film, ja. Ach, der neue Halloween-Film. Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe mich auch ehrlich gesagt wegen diesem Tipp, da hatte ich jetzt am Anfang jetzt keine so richtige Idee, was es sein könnte. Und wenn ich da nicht gleich irgendwie eine Idee habe, dann vergesse ich das relativ schnell, dass ich da irgendwie nochmal mich damit beschäftigen wollte. Ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen durch. Aber nee, ich finde auch nichts. Entlassen, das kann ja auch so ziemlich alles sein. Irgendwie.
Nee, vielleicht fällt mir noch was ein, dann werde ich das noch mit posten, aber ich glaube, Halloween wird es nicht werden. Nee, ich glaube, das wäre... Ich sehe beim Durchscrollen auch jetzt nichts, was so sofort ins Auge sticht, was da auf Entlassen passen könnte. Naja, dann ist ja mal ein richtiges Sneak, wenn wir da jetzt keinen so naheliegenden Hinweis haben. Jo. Aber zum Thema Halloween passen auch so meine gesehenen Filme, denn ich habe mich an dieser Aktion Horror Oktober weiter beschäftigt und habe diverse Horrorfilme geschaut, die zum Glück gerade auch relativ viele auf Sky laufen, denn da gibt es so einen Sender, Halloween HD, und ich habe mir da einige aufgenommen, die ich eh mal gucken wollte, und ich fange gleich mal mit dem einen an, den ich damals sehen wollte, der auf diversen Filmfestivals lief, der hieß nämlich Within, also innerhalb, und in dem Film spielen jetzt keine so bekannten Darsteller mit, und der Film wirkt auch eher so sehr preisgünstig gedreht, um es mal vorsichtig zu sagen. Es geht darum, dass ein Witwer zusammen mit seiner jugendlichen Tochter und seiner neuen Ehefrau, die nur wenige Jahre älter ist wie seine Tochter, in so ein Haus einzieht, in so einer so Vorstadt. Das hat er sich irgendwie ganz günstig hat er das bekommen, und er war vorher längere Zeit auch arbeitslos, und da hatten sie keine so richtige Bleibe irgendwie gehabt, und das ist jetzt so da ist er jetzt günstig rangekommen, und jetzt kommt das Leben gerade so wieder so in die Bahn rein, und sie müssen sich natürlich dann dort auch erstmal einleben. Die Tochter ist ein bisschen sauer, dass sie da eingezogen sind, denn sie ist quasi im letzten Schuljahr, also sie hätte nur noch das eine Jahr machen müssen, und dann wäre sie raus gewesen. Und wenn man sich selber so mal sein eigenes Leben, also wenn man jetzt gerade in der letzten Schulklasse nun rausgerissen wird und in eine neue Schule kommt, und gerade in den USA ist ja auch das Thema mit Prom Night und so ein Thema, dass wenn sie da neu in irgendeine Klasse kommt, dann sofort sich zu integrieren, ist halt schwierig auch, und deswegen ist sie da auch ein bisschen bockig, um es vorsichtig zu sagen. Allerdings, das Haus hat auch so ein bisschen so seine Eigenheiten, also die neuen Bewohner werden dann immer mal so von Albträumen geplagt, und wenn sie in der Nacht mal irgendwo mal was wie sich zum Kühlschrank gehen oder zur Toilette, da kommen manchmal so gruselige Sachen, und manchmal sind auch die Sachen nicht mehr so an ihrem Platz, wo sie zuletzt hingelegt haben, und die Nachbarn die sagen dann auch so, ja, das ist aber mutig, dass ihr da das Haus gekauft habt und so, und dann so auf Rückfragen, was da los war, da wollen sie erstmal nichts sagen, und man weiß schon, oh, da ist irgendwie was gewesen, und tatsächlich ist auch einiges vorgefallen in dem Haus. Das will man natürlich hören, wenn man so da gerade... Bitte? Sowas aber auch. Ja, ja. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das ist wirklich sind ein, zwei interessante Kniffe, die der Film macht. Also es stimmt auf jeden Fall was nicht mit dem Haus, es ist aber nicht so das übliche Ding, was man jetzt kennt hier irgendwie. Deswegen will ich mal hier an der Stelle aufhören. Möchte den Film, wer jetzt auch mitmacht in der Reihe Horror Oktober, durchaus mal empfehlen. Den kann man mal gucken. Wer jetzt nicht solche absoluten Hochglanz Horror-Thriller oder irgendwas sehen möchte nur, sondern wer auch durchaus mal ein bisschen so dreckige, amateurhafte B-Movie-Sachen zu schätzen weiß, die aber irgendwie ein, zwei, drei coole Ideen haben, die nicht ganz so doof sind wie viele andere Filme, auch welche, zu denen ich nachher gleich noch komme, der sollte sich mal Within anschauen. Also, okay, Within von mir. Ich gebe dem Film mal 7 Punkte im Bereich Horror. Ich trage es auch gleich mal hier ein. 7 Punkte? Ja, im Bereich Horror. Im Bereich Horror, ja. Also in diesem ganzen Horror-Dings da. Also der hat mir gefallen. Das war halt... Ich bin da eh angetan, wenn das jetzt nicht so ein ganz glatt polierter Film ist, der mit Stars aufwartet und mich dann total enttäuscht, sondern das waren alles welche, die ich überhaupt noch nicht kannte, und die waren okay und haben auch... jetzt kommst du, die waren alle okay, aber haben mich auch enttäuscht. Nö, es war spannend. Nö, es war jetzt nichts herausragend, wo man sagt, boah, das war eine geile Szene, ey, die der da gespielt hat oder so. Aber es war halt in dem Genre-typischen, war das okay, und das Drehbuch war zum Glück nicht dämlich oder so, also weil... ist ja gerade mal so die Schwierigkeit.
Dann habe ich noch geschaut, 400 Days, The Last Mission ist der deutsche Zusatztitel, wie man an dem deutsch klingenden Zusatztitel auch merkt, dass das extra für den deutschen Markt The Last Mission genannt wurde. Der Film ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil der nach der Hälfte schon einen Dreh macht, den ich eigentlich eher am Ende erwartet hätte. In dem Film geht es darum, dass wir einen Mann sehen, der wird gespielt von Brandon Ruff oder Roof. Das ist der, glaube ich, den Flash spielt in der Serie. Guckst du die Serie? Oder hast du schon mal gesehen, ja? Oder? Aber schon mal. Ja, aber weißt, wer es ist, ja, ne? Ja. Also, das fand ich schon mal ganz, ganz cool, dass der da mitspielt. Die anderen kannte ich jetzt alle irgendwie weniger. Die Frau, gespielt von Katie Lotz, die kam mir irgendwie bekannt vor. Da wollte ich eigentlich nochmal nachgucken. Jetzt klicke ich hier mal drauf. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen in irgendeiner Serie, ist eine US-amerikanische Darsteller. Wo hat denn die mitgespielt? Oh, kenne ich alles nicht. Death Valley, Battle of the Year, The Pact, Legends of Tomorrow. Ich glaube, in diesem Battle of the Year-Film habe ich die gesehen. In diesem Film geht es darum, dass quasi so eine Mannschaft vorbereitet wird auf einen Flug zum Mars, der irgendwie 400 Tage dauern soll. Und dazu wollen die ein Experiment machen. Das heißt, die wollen erstmal die testen, ob die Crew das irgendwie 400 Tage aushält, weil die müssen dann auf dem Flug dann auch so, was weiß ich, so recycelte Nahrung essen und das Wasser wird auch wieder recycelt und so und alles, ob das alles so klappt. Und das erprobt man natürlich dann nicht am offenen Herzen, solche Geschichten, sondern man erprobt es erstmal auf der Erde, gesagt, getan. Damit ein bisschen Produktionsbudget geschont wurde, hat man gesagt, man macht das Ganze unterirdisch, baut mal diese Raumstation auf. Das heißt, die stehen am Anfang dann auf so einer Wiese und da sagt die Pressevertreterin, ja, wo ist denn das jetzt hier, wo das hier passieren soll? Und da sagt man, ja, wir haben das alles unterirdisch gemacht, das ist viel besser und so, also die stehen auf einer Wiese. Ist okay, mit solchen Kniffen kann ich leben, wenn das Budget nicht reicht. Ja, okay, das finde ich dann amüsant eher, wenn sie so einen coolen Kniff finden, dass sie uns da jetzt nicht irgendeine riesen Raumstation da zeigen, die irgendwie schlecht mit CGI gemacht wurde, ist okay. Jedenfalls gehen die dann halt runter, das ist so eine Mannschaft, wie viele sind es, ich weiß gar nicht, vier sind das nur gewesen, okay. Also die eine Frau, die Ärztin ist, der Brandon Ruff, der Flash, dann noch jemand und irgendwie waren es doch, war das nicht noch einer mehr? Einer ist noch dabei, der soll immer filmen für so einen YouTube-Kanal von dieser Raumfahrtbehörde. Das ist allerdings nicht die NASA, sondern es ist irgendeine private. Sie sind dann halt unter der Erde in dieser, in Anführungszeichen, Raumstation, also quasi dem, was direkt abgebildet ist mit der tatsächlichen Raumstation, die später mal wirklich Astronauten da zu anderen Planeten bringen soll. Und dann beginnt das halt so mit Tag 1 und man sieht, wie die sich anfangen da zu orientieren erstmal und wie die sich dann einrichten. Und nach wird es halt auch so ein bisschen unheimlich und auch bedrohlich, weil zum einen machen sich natürlich so psychologische Sachen bemerkbar, der typische Lagerkoller. Zum anderen sehen manche Personen irgendwelche Dinge, die nicht da sind oder sind sie vielleicht doch da, man weiß es nicht. Ja? Und dann, was ich vorhin beschrieben hatte, das möchte ich jetzt nur so ein bisschen anteasern, dann gibt es plötzlich eine riesige Erschütterung. Man weiß nicht, was los ist und sie nehmen an, dass es mit zur Simulation gehört und dass es quasi irgendwie was ist, was während des Fluges passieren soll und sie halten dann dagegen, aber dann werden diese ganzen Visionen und irgendwie, dass sie komische andere Gestalten sehen und sowas, wird halt immer stärker und ist ein ganz okayer Film, ist glaube ich vom Sci-Fi Channel produziert gewesen. Ich mochte das Setting und da sind auch noch so ein paar Sachen drin, dass ein paar von den Figuren doch ein paar Verbindungen haben, die sollten sich eigentlich alle irgendwie nicht kennen und irgendwie alle total separiert sein, aber man erfährt relativ schnell dann, dass da wirklich irgendwie so doch Verbindungen gab und was da so in der Vergangenheit lag. Es gibt dann auch so ein paar Rückblenden, die einen dann so einführen in das Thema. Ist ein okayer Film. Ich fand das Ende, also dieser zweite Teil, wo ich erwartet hätte, dass es eigentlich spätestens so oder erst frühestens so nach einem Dreiviertel des Films oder vielleicht noch, wenn noch so
ja, 15% irgendwie übrig sind, dass dann das enthüllt wird, was dann enthüllt wird und dass man dann irgendwie auf ein furioses Ende zusteuert. Dadurch, dass sie das irgendwie schon relativ so nach zwei Dritteln oder ab der Mitte ungefähr gemacht haben, geht dem Film am Ende ein bisschen die Luft aus und der nimmt auch eine ganz andere Wendung. War interessant gemacht für so eine Sci-Fi-Produktion. War okay. Gebe ich 6,5 von 10 Punkten. Dafür hast du aber auch drüber erzählt jetzt. Also für nur 6,5 hast du viel erzählt. Ja, ich mochte auch die Darsteller. Also die Darsteller waren mehr oder weniger alle cool. Und wenn das halt so halbwegs passt, wie gesagt, das Budget war jetzt nicht das dickste. Die Story hat, wie gesagt, einen netten Kniff am Schluss. Das war auch ganz nett. War jetzt nicht ganz so dämlich auch. War okay. Im Rahmen des Horror-Oktobers okay. Ich glaube, jetzt fallen wir aber immer weiter ab. Ich habe heute früh noch einen Film geschaut, der lief auf diesem Halloween-Sender, nämlich Shark Lake. Und ich vertrete ja die Meinung, dass ein mittelmäßiger Film durchaus gewinnen kann, wenn man ihm einfach ein Hai hinzufügt. Und so wirkte auch dieser Film. Denn in diesem Film, rate, wer da die Hauptrolle spielt. Dwayne The Rock Johnson. Dolph Lundgren. Er hat natürlich auch mit produziert. Jawohl, das heißt, er hat sich tolle Szenen geschrieben. Der Regisseur des Ganzen, Jerry Dugan, von dem ich auch noch nie was gehört hatte vorher, hat auch gleichzeitig als Produzent gewirkt und als Drehbuchautor. Und solche Filme, wo so viel in einer Hand ist, das kann nur gut gehen, denkt man sich. Nein, das geht natürlich nicht gut. Hier ist es irgendwie so, dass Dolph Lundgren hat vor einiger Zeit am Lake Tahoe Haie ausgesetzt. Oh, weil er sie irgendwie retten wollte vor irgendwas. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung, das war so Banane. Ich glaube, die sollten irgendwie getötet werden. Er hat sie gerettet und hat sie freigelassen und die sollten wegschwimmen. Haben sie nicht gemacht, sind halt da geblieben im Lake Tahoe. Und als sie dann irgendwie größer geworden sind, dann ist halt so, wie es passieren musste. Sie fangen halt an, dann Menschen zu verspeisen. Die Hai-Szenen, ne? Nee, du, so alt bist du nicht. Nee, es gab früher mal ein Musikvideo von Gloria Estefan. Da ist so eine Szene drin. Es spielt irgendwie am Strand in Miami oder wo die das gedreht haben. Und plötzlich kommt eine Haiflosse. Und alle rennen aus dem Meer. Und dann siehst du einen kleinen Jungen, der hat auf dem Rücken so eine Haiflosse drauf, ne? So mit so einem Gummiband gebunden, ne? Und ungefähr so wirkt der Hai hier in diesem Film. Ja, du siehst halt immer was. Welches Musikvideo ist es denn? Ich weiß nicht. So große Hits hat sie ja damals nicht gehabt. Aber nicht Conga, oder? Nee. Ich such's mal raus. Ich kann's mal in den Shownotes mal mit verlinken. Ich schreibe mir das mal hier ins Dokument rein, dass ich das nicht vergesse. Hier unten drunter. Dann schreibe ich auch den Timecode rein. So ungefähr sieht es nämlich hier auch aus, als hätten sie irgendeinem Schwimmer hinten so eine Flosse draufgeschnallt und haben gesagt, jetzt schwimmen wir hier lang, tauchen ein bisschen unter, dass man nur die Flosse sieht. Und so so sind die ersten Male, wo man den Hai sieht. Wenn man den Hai unter Wasser sieht, ist eine Mischung aus schlechten CGI und so einer Art, na, ich würde es mal sagen, eine Plastikpuppe. Und die Leute verhalten sich alle so dermaßen dämlich, das ist eigentlich fast unerträglich. Also da ist so eine Oma, ja, die geht mit ihrem Hund Gassi und der Hund rennt ins Wasser und da rennt die Oma hinterher, weil sie den Hund holen will. Das ist ja normal, ne? Also Shark Lake, ja, also bei aller, Haifilme sind ja meistens ein bisschen dämlich, deswegen mag ich die auch so ein bisschen. Aber das ging gar nicht, ey. Und dann immer dieser Dolph Lundgren, also der war ja früher echt cool. Wenn er sich wenigstens so ein bisschen eine andere Rolle hier geschrieben hätte, das ist nicht ganz so, der kann ja, also das, nee. Also ich gebe Shark Lake, gebe ich mal 2 von 10, obwohl ich Haifilme mag. Auf der High-Film-Skala? Ja, auf der High-Film-Skala ist es vielleicht so eine 3,5 oder so. Oh, ja. Okay. Und vorhin habe ich tatsächlich noch einen sehr alten Film wieder angeschaut, den ich ewig nicht gesehen habe. Und den hatten wir damals in der Sneak Preview in Gera gehabt. Der heißt Wrong Turn. Der ist von 2003. Wrong Turn.
Da ist es so, da gibt es jetzt, da ist jetzt die ungekürzte Fassung, ist jetzt mittlerweile, glaube ich, ab 16 freigegeben, sodass der halt auch im Fernsehen ungeschnitten laufen kann. Weil früher gab es den nur auf DVD und so mit hier ungekürzt, musste man sich irgendwo herbestellen. Ich erinnere mich an Wrong Turn gerade. Ich schaue gerade Bilder dazu an und erinnere mich, ja. Also so ein paar Jugendliche haben doch so eine Autopanne, wie es halt so ist, ne? Oh, Hundi. Oh Gott, schon geht's los. Ja, erzähl mehr. Ja, irgendwie falsch abgebogen, deswegen Wrong Turn, Autopanne, beide Autos funktionieren nicht mehr. Sie wollen halt zu Fuß nach Hilfe suchen, finden da auch so eine alte Hütte und irgendwelche Hinterwäldler, Hillbillies da. Interessant war nur, dass irgendwie, dass ich überhaupt nicht mehr Erinnerung hatte, dass dort Elisabeth Duschku mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hat zum Beispiel bei Buffy mitgespielt oder in dieser Nachfolgeserie von, wie ist das nur mit diesen, war das Models oder so? Nee, keine Models. Warte mal. Models? Dollhouse. Charmed. Dollhouse. Entschuldigung, keine Ahnung, was du meinst. Ja, Dollhouse hieß die Serie von Joss Whedon. Und das wusste ich gar nicht, dass sie da mitgespielt hat. Hatte ich irgendwie gar nicht in Erinnerung. Und naja, es ist halt so ein typischer Hillbilly-Slasher-Film. Einer nach dem anderen hier. Alle verhalten sich relativ dämlich. Aber irgendwie habe ich jetzt zum ersten Mal so die Splatter-Szenen jetzt richtig gesehen gehabt. Selbst hier im Fernsehen, hier auf Halloween HD, sahen die ja ganz, ganz cool aus eigentlich. Haben sie ganz nett gemacht. Also gab es dann, na gut, ich will es jetzt nicht spoilern, aber echt ein paar wilde Szenen, die hier Uncut doch schon ziemlich heftig gewirkt haben. Okay. Ich gebe dem Film mal so eine 4 von 10. Ich weiß nicht mehr, was ich dem sage. 4 von 10. Ja. Immerhin. 4 von 10. So, Mensch, jetzt habe ich hier Horror-Oktober. Das war's mit meinem Horror-Oktober. Ja, eine Woche geht's aber noch, der Horror-Oktober. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Luft. Man soll ja eigentlich 13 Filme gucken. Das hab ich mir von vornherein vorgenommen. Also das werde ich jetzt nicht darauf anpeilen, dass ich jetzt 13 Filme schaffe. Aber ja, mal gucken, was noch so. Hast du das nicht schon geschafft? Also, nee, ich habe hab auf Letterboxd eine Liste mit meinen Horror-Oktober und da habe ich bis jetzt 7 Stück drin. Entweder habe ich hier vergessen, was einzutragen. Also ich habe Leatherface, Chucky, 47 Meters Down, 400 Days Within, Venom habe ich sogar drin und Shark Lake. Ja, das schaffst du. Wrong Turn fehlt noch. Ja, das muss ich noch. Ja, du hast ja noch eine Woche Zeit. Also. Ja. Also, das schaffst du. Komm schon, tu es. Komm schon, tu es. Das schaffst du, Erik. Liebe Hörer, wenn ihr auch der Meinung seid, dass der Erik das schafft, schreibt uns doch einfach so Motivationsnachrichten für den Erik. Geht die Arbeitswoche wieder los und am Montag gehen wir in den Sneak. Da werde ich keinen anderen Film gucken. Vielleicht kommt ja ein Horrorfilm. Dann kann ich. Ja, genau. Sorg mal dafür, dass ein Horrorfilm kommt. Dann habe ich einen mehr. Wir können aber mal einen Blick drauf werfen, was so überhaupt allgemein im Kino anläuft. Da muss ich jetzt mal hier kurz hier rüberrollern. Kinocharts und Neustarts. Kinocharts. Hier in Stuttgart. Platz 10, abgeschnitten. Ah, den wollte ich eigentlich gucken, siehst du mal. Der soll richtig gut sein. Ja. Ja, mit Moritz Bleibtreu und Jasna Fritzi Bauer hier nach diesem Roman von Fitzek, gedreht von dem hier der Antikörper gemacht hat. Ne? Der Vorname Platz 9, Platz 8 Bad Times at El Royal, Platz 7 Klassentreffen 1-0, Platz 6 Ballon, Platz 5 Johnny English, Man lebt nur dreimal, Platz 4 Smallfoot, Platz 3 A Star is Born, Platz 2 Venom und Platz 1 Die Unglaublichen Teil 2. Ja, das waren die Kinocharts hier in Stuttgart. Ich werfe mal einen Blick in die US-Charts. US-Charts ist Platz 1 Venom, wer hätte es gedacht. Platz 2 A Star is Born, Platz 3 First Man, also das ist dieser, wie hieß der Mondfilm im Deutschen? Der erste Mann auf dem Mond oder so? Ähnlich, ne? Ja. Ja. Hier Gänsehaut 2 ist da auf Platz 4. Und Smallfoot 5. Und mal schauen, was diese Woche so anläuft. Ah, jetzt am Donnerstag läuft Halloween an. Michael Myers ist zurück. Vielleicht haben wir den ja in der Sneak. Wäre ja cool. Würde ja passen irgendwie, ne? Ist auch Halloween irgendwie nächstes Wochenende, oder? Ja, eben. Ja, Gänsehaut 2 läuft auch an. Wuff läuft an. Den hat man schon in der Sneak.
Detlef Buck inszeniert eine Ensemble-Komödie über den besten Freund des Menschen und seine zweibeinigen Begleiter. Ja, weiter. Next. Bohemian Rhapsody läuft an, soll ja auch sehr gut sein. Wildhexe, die Verfilmung des gleichnamigen Jugendbuches. Da findet die 12-jährige Clara heraus, dass sie über ganz besondere Fähigkeiten verfügt. 25 km/h läuft an, von uns sehr empfehlenswert. Wird von uns sehr empfohlen. So. So, irgendwie so, ja. Ja. Also guckt ihn euch an, einfach so. Hunter Killer, das ist dieser U-Boot-Film, den hat mich eigentlich auch interessiert. Mit Gerard Butler und Gary Oldman. Da muss ein amerikanischer U-Boot-Kapitän einen Mordkomplott gegen den russischen Präsidenten verhindern. Das ist von dem, der hier diese ganze Olympus Has Fallen und so weiter gemacht hat. Deswegen spielt auch Gerard Butler wieder mit. Dann, was ist das? My Hero Academia, The Movie. Ein japanischer Anime-Film. Puh, sagt mir gar nichts. Da bin ich nicht so sattelfest. Was ist das denn? Mowgli. Die Dschungelbuch-Realverfilmung von Andy Serkis hält sich eng an die Buchvorlage und erzählt eine deutlich düstere Geschichte als ihre Vorgänger von Disney. Oh. Andy Serkis, war das nicht der Gollum hier, der Animations... Ja. Aber der scheint jetzt hier Regie zu führen. Kleine Derfen und was weiß ich was. Ja, ja. Scheint Regie zu führen jetzt. Mit Benedict Cumberbatch und Kate Blanchett. Andy Serkis war doch auch Dingsen in Snoke, oder? Ja, stimmt. Ja. Nee, Snoke? Echt? Okay. Ich glaube. Feierabendbier. Ein gestohlenes Auto, die Identitätskrise eines Barkeepers und viel Bier. Das ist das Spielfilmdebüt von Ben Brummer und ein Trip durch die Kneipenszene von München. Ja, guck, ich hatte übrigens recht mit Snoke. Ich habe kurz nebenher recherchiert. Man läuft aber viel an. Career Day mit Hindernissen. Regiedebüt von Judy Greer versammelt ein Star-Ensemble, das in einen tragikomischen Tag schlittert, in dem sich alles immer zum Schlechteren wendet. Dann läuft der Film an. Da hatte ich dir, glaube ich, mal den Trailer geschickt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier in der Sendung drüber geredet haben. Muta Fukas. Dieser Animationsfilm aus dem Ghetto läuft jetzt an. Ja. Sieht ganz cool aus, das der Trailer zumindest. Dann hat auch noch ein Kinostart The Last Sharknado. It's about time. Das sind bestimmt Zeitreisen. Ich höre da Zeitreisen raus. Ein Zeitreisefilm mit Haien. Jetzt ist mir gerade was eingefallen, was ich eigentlich zu diesem Shark-Dings da hier, Lake, noch sagen wollte. Weil der ganze Film wirkt so, als wäre das eigentlich so ein Familiendrama und dann haben sie so Haie einfach hinzugefügt, weil sie gemerkt haben, das ist total lame hier, was wir gemacht haben. Der hieß bestimmt im Original The Lake oder so und da ging es um Dolph Lundgren, der da am See lebt und mit dem will seine Familie nichts mehr zu tun haben. Und die haben halt so etliche Probleme da in der Vergangenheit aufzuarbeiten und da haben sie gemerkt, das ist voll lame, ey. Lass uns ein paar Haie noch mit rein hier oder so. So, da sind wir eigentlich hier durch mit denen. Ja, der läuft nicht an. Der läuft nicht an bei uns. Ja, Mensch, da ist ja einiges dabei. Viel zu viele gute Sachen. Wahrscheinlich geht man bei den Filmverleihern davon aus, dass jetzt das Wetter langsam schlecht wird. Dass die Leute mehr ins Kino gehen oder so. Tja. Kann sein. Kann sein. Naja, aber es gibt ja nicht nur Kino, es gibt ja auch Serien. Serien. Auf Amazon Prime wird man ja penetriert ständig, wenn man das aufmacht irgendwie, wenn man irgendwas gucken will mit Jack Ryan. Und die Jack Ryan Filme mit Harrison Ford und so weiter, die mochte ich ja eigentlich immer ganz gerne und es gibt ja auch da noch so andere Verfilmungen. Deswegen habe ich dann irgendwann, weil wir jetzt auch in der nächsten Folge von Fortsetzung folgt, mal drüber sprechen werden, habe ich gedacht, gib's mal eine Chance. Also ich musste sowieso mal die erste Folge wenigstens gucken. Und ich habe jetzt tatsächlich, ich war ja letzte Woche mal auf einer beruflich unterwegs und hatte da eine Odyssee auch durch Flughäfen und so weiter, weil da ein bisschen was schief ging. Und hatte zum Glück auf meinem iPad mir die Staffel runtergeladen gehabt. Ich habe die komplett geguckt. Ne? Fand die echt gut. Also Executive Producer ist auch Carlton Cuse, der auch bei Lost mitproduziert hat. Und die Macher, die dahinter stecken, die ja,
die haben es halt einfach drauf. Also der Musikmacher ist Ramin Djawadi, der hat zum Beispiel das Team für Game of Thrones gemacht oder für Prison Break. Also die Sounduntermalung, die ist richtig gut. Die ganze Art und Weise. Und ich mochte ja damals auch diese, oder 24, als es das noch gab, ne, mit Jack Bauer hier und so, ne, Kiefer Sutherland. Das hat mir immer sehr gefallen. Und das hier ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Allerdings, dass es nicht so zeitlich getrieben ist wie 24, sondern es gibt hier auch diverse Fälle und die müssen gelöst werden. Und da ist jetzt nicht so dieser zeitliche Druck, so, oh, wir wissen, der will morgen Mittag einen Anschlag machen und jetzt zeigen wir mal die 24 Stunden bis dahin, sondern das ist halt wirklich so richtige Ermittlungsarbeit. Und wenn ich auch mal dieses Wort strapazieren darf, ist es so eine Art Origin-Story, weil wir sehen hier, wie aus dem Analysten Jack Ryan, der auch im Krieg gewesen ist und dann als Analyst bei der CIA landet, wie aus dem quasi dieser, ja, doch schon, ja, Field Agent wird, um es mal so zu sagen, der sich da noch rausbegibt und da auch wirklich in Konfrontation gerät mit Feindberührung und so. Und ich fand das richtig gut. Ich fand den Hauptdarsteller auch sehr, sehr sympathisch. Der wird gespielt von John Krasinski. Weiß nicht, ob der irgendwas sagt. Also wenn man den wenn man nach dem sucht, findet man einiges, wo der mitgespielt hat. Aber jetzt, da ist er mir eigentlich nirgendwo so richtig in Erinnerung geblieben, dass ich gedacht hätte, ja, das ist doch der aus der Serie oder so. Aber der macht einen richtig guten Job. Dann er lernt so eine Frau kennen, die arbeitet in der Seuchenschutzbehörde, das ist, glaube ich, also die dann so gefährliche Viren und sowas isolieren und so. Die lernen dann kennen, die ist auch super und ja, mir hat es insgesamt wirklich gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht. Das Einzige, was immer genervt hat, ist am Anfang, wahrscheinlich, wenn die mal so eine Top-Serie haben bei Amazon Prime, dann machen sie vorher immer noch mal Werbung für irgendwelche anderen Serien, die mich nicht interessieren. Ja, empfehlenswert von mir, Jack Ryan. Habe ich die erste Staffel geguckt. Ja, das will was heißen. Und was ich auch noch geguckt habe, wo ich aber nicht viel weitergekommen bin, da wollte ich dich mal fragen, ob du das gesehen hast, ist diese Punisher-Serie auf Netflix. Nee, leider nicht. Habe ich mir vorgenommen, aber kam ich nicht dazu. Ich bin dann bei Suits hängen geblieben. Das war so, was ich jetzt mache. Und bei Suits bin ich jetzt in Staffel 6. Ja, ich möchte das, für mich ist das extrem weit. Suits ist echt großartig, ja. Ich finde dich toll. Ja, nee. Also bei Punisher, vielleicht, wenn du dann mit Suits durch bist, ich verstehe die Serie nicht. Ich verstehe sie nicht. Der Typ ist cool, der den Punisher spielt und ich weiß nicht, die erste Folge oder so ist quasi so der Fall der Woche ungefähr. Und man denkt so, ah, das geht so weiter. Und dann wird in der zweiten Folge wird dann irgendwie so ein längerer Storybogen aufgemacht, der irgendwie ganz weit zurückreicht, da zum Irakkrieg, wo der mal gedient hat, der Typ und sowas. Und wo dann auch, wo der selber auch so eine ambivalente Figur ist, der auch nicht alles okay war, was er gemacht hat, und er holt ihn die Vergangenheit ein, es wird alles so düster und tragisch und so. Und das, was ich eigentlich so als Punisher, ich meine, ich bin jetzt nicht comic-mäßig sattelfest, das ist jetzt nichts Neues, ich dachte mal, das ist so einer, der dann irgendwelche Aufträge von Leuten übernimmt und denen dann irgendwie hilft, weißt du? So, der sich mit den ganz bösen Buben anlegt, wo böse Buben mit ganz bösen Buben zu tun haben, und der kümmert sich dann um die ganz bösen Buben, damit die nicht ganz so bösen Buben irgendwie da sauber aus der Sache rauskommen. So hatte ich ihn eigentlich in Erinnerung, aber okay. Das ist hier irgendwie alles ganz, ganz seltsam. Und ich hatte mir blöderweise echt viel runtergeladen von der Serie, weil ich dachte, ah, ist bestimmt cool und so, Punisher, da mochte ich auch den Film und so. Und dann habe ich da geguckt und boah, ich habe gedacht, scheiße, ich habe nichts anderes zum Gucken. Ich hing da irgendwo im Wartebereich fest, ne, und habe halt dann irgendwie eine Folge nach der anderen. Das hat mir immer weniger gefallen. Bin mal gespannt, was du sagst. Ja, werde ich dann, weil ich es gesehen habe, ja, okay. Weil ich was zu sagen kann. Ja. Also die Schauspieler sind alle geil, da gibt es nichts. Also ja, aber ich habe jetzt schon richtig Bock drauf, wenn du so rüber redest. Also. Ja, na dann. Total, ja, total. Ich hoffe, ich habe es dir nicht vergällt jetzt. Nee, okay. Dann schauen wir mal, was hier noch so abgegangen ist, wegen Kommentaren und so. Briefkasten. Zur vorgehenden Folge, wo wir zum Beispiel Juliet Naked hatten, den ich ja sehr, sehr gut fand, und 47 Meters Down und 22. Juli hatte Kate besprochen.
Den hätte ich lieber gucken sollen. Ach, den hatte ich da auch noch drauf. Ach, okay. Ich, man hat immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob auch das die Hörer kennen. Man überlegt sich ja schon, wenn man in irgendeinem öffentlichen Bereich irgendwo sitzt und eine Serie guckt, überlegt man sich schon, könnte da irgendwas drin sein, was vielleicht die Leute um einen rum verstört, wenn jemand mal einen zufälligen Blick auf den Bildschirm wirft. Und deswegen, echt? Das wäre mir völlig Banane. Deswegen hatte ich gedacht, lieber nicht dieses. Der Thomas Holmer hat wieder fleißig kommentiert. Johnny English hat er anscheinend gesehen. Man lebt nur dreimal. Der Hauptzweck des Films ist es zu lachen, was Rowan Atkinson brillant meistert. Die Geschichte ist nicht so faszinierend und bietet und vielfältig, bietet aber kurze Actionsequenzen. Die VR-Szene war die beste Szene. Das ist ja die aus dem Trailer, oder? Kurzum, ein Film, der gut unterhält. 6 von 10 Punkten. Slenderman hat er auch noch geguckt. Der Film ist ein Mix aus Freddy Krueger, The Ring und Bye Bye Man in schlecht. Das Drehbuch ist langweilig. Hier und da ein paar Schockszenen. Es gibt Szenen, die hier und da gruselig und dunkel sind, aber das ganze Konzept und die Geschichte sind enttäuschend. Viele Dinge fehlten in dem Film. Die Besetzung war gut und der ganze Film ist aber ein Fehlschlag. 3 von 10. Ich überlege gerade, Slenderman, hatten wir den nicht irgendwo in der an der Sneak? Nee, der wurde getippt, aber er kam nicht. Ah, okay, das war's. Hm. Naja, und die Steff hat heute gerade kommentiert. Sie hat nämlich auch 47 Meters Down gesehen. Die fleißigen Hörer werden sich erinnern. Das war der High-Film, den ich letzte Woche besprochen hatte, mit den jungen Damen, die da in so einem Käfig runtergehen. Sie hat den im kanadischen Netflix gesehen. Ihr war gar nicht bewusst, dass es unter Horrorfilm zählt. Naja, High-Horror halt. Ne? Sie ist nicht ganz so meiner Meinung. Ja, ab hier werde ich nicht weiterlesen. Nee, Quatsch. Sie fand den Film, der hatte extrem viele Plotholes und war vorhersehbar und auch ziemlich nervig. Zum Beispiel reicht der Funk nicht bis ganz runter, habe ich auch gesagt. Aber am Ende geht's plötzlich doch. Kann ich mich nicht erinnern, dass es am Ende doch geht. Nee. Es geht dann, wo einer nach unten taucht, ja, der quasi funkt, ja. Aber der ist ja dann nicht oben am Boot. Ja, man weiß natürlich sofort, was passieren wird. Nein. Ach so, als der Kapitän eine Warnung ausspricht. Okay, ja, nein, das ist klar. Der Kapitän sagt, Vorsicht hier. Und dann weiß man, ja, alles klar, das passiert. Und man weiß auch ganz genau, wann es passiert. Die Charaktere waren schon sehr nervig zusammen. Fand ich jetzt nicht ganz so. Das war so, es gibt ja bei diesen Hai-Filmen immer so ein paar Charaktere, denen man wünscht, dass sie vom Hai möglichst schnell gefressen werden. Oha! Aber es waren bei denen war es hier nicht so, bei mir, okay. Für sie ist es unlogisch, dass die beiden Mädels zusammen im Käfig über Funk verbunden sind, denn eigentlich war die Ausrüstung ja nicht für die Tieftauchgänge geeignet. Ja. Hat aber nichts damit zu tun, dass die nicht miteinander funken können. Weil wenn es in 5 Metern tiefes Funkgerät geht, dann geht es auch in 40, 47 Meter Tiefe. Hm. Natürlich ist der Film trotzdem einigermaßen spannend, aber trotzdem war es für mich eher ein Film für Tele 5. Und sie gibt 4 von 10 Sauerstoffflaschen. Also ich habe ja auch in meiner High-Wertung liegt der auch etwas höher. Ich glaube, hatte ich nicht irgendwie erwähnt, dass wenn ich das mit allen anderen Filmen, dann liegt er auch so im Durchschnitt so 5 von 10 oder so. Na, genau. Ja, ich kann mich erinnern, nachdem wir letztens mal drüber gesprochen hatten, über den Film, dass die Kate ja erwähnt hatte, sie wollte den eventuell gucken und sie hatte irgendwo eine Nachricht mal fallen lassen, ich weiß nicht, ob es in unserem WhatsApp-Chat war oder so, hat irgendwie, dass sie ihn gesehen hat und auch ganz gut fand. Hast du da mehr Informationen? Nein. Dann frag mal die Kate nächste Woche einfach nochmal, wenn sie mit dabei ist. Ja. Ja. Ich glaube aber, sie hat meine Meinung unterstützt, wenn ich mich da recht erinnere. Keine Ahnung. Ja. Okay. Dann sind wir auch schon durch mit den Kommentaren, die so eingegangen sind. Sonst hat man nichts weiter. Ich guck mal bei Amazon, was da bestellt worden ist. Ach, der Chris hat was bestellt. Ist denn die Sendung heute eigentlich konform zum Grundgesetz? Ja, Artikel 1. Wir werden jetzt keine Spieler, keine Verantwortlichen, auch nicht die des FC Bayern hier aufs Korn nehmen. Nein. Obwohl natürlich Vorteile, Steuerhinterzieher sollten sich vielleicht nicht so aus dem Fenster lehnen, was das angeht, ne? Ach du. Wer da vorsätzlich mit Absicht Steuern hinterzogen hat, sollte eigentlich für sein Leben lang die Fresse halten. Einfach. Wer da was sagt von wegen, man kritisiert keine Spieler, um dann kurz drauf einen ehemaligen Spieler völlig runterzumachen. Hm. Ja. Also meiner Meinung nach
hat sich dieses Management von diesem Club, ist ja kein Verein mehr, von diesem Club damit sowas von ins Abseits gestellt, um mal mit der Fußballersprache zu bleiben. Haben sie halt auch abgelenkt von dem. Und gerade eben kommt bei mir herein, Bibi und Tina Darsteller gesucht. Vielleicht sollten sie sich da bewerben. Ach so, ich dachte, du schlägst uns das bei beiden hier vor. Nee. Naja, aber gut. Hier hat jemand auf Amazon, hat jemand unsere Affiliate-Links genutzt, hat ein Buch bestellt, die stärkste Liga der Welt, Eishockey in der NHL. Ja, wer hat das wohl bestellt? Ja, wer wird das? Und ich möchte vielleicht aber an dieser Stelle auch eingrätschen, weil... Es gibt eine neue Folge Pausentee. Ja, das ist ja sowieso auch, aber die ist ja schon... ich sehe schon, dir gefällt immer noch unser Intro, aber die ist ja auch schon über 400 Mal runtergeladen worden, was uns ja auch sehr freut. Hey, sehr gut. Nein, aber dieses Buch... die stärkste Liga der Welt. Es steht auch dran, von wem es ist, richtig? Warte mal. Steht es nicht dran? Ich habe es wieder zugemacht, warte. Ach, du kannst... Ey, du musst mir nämlich den Namen geben, von damit ich weiterarbeite. Bernd Schwickerath. Genau, Bernd Schwickerath. Und der ist Teil des unglaublich richtig, richtig guten Eishockey-Podcasts Shorthanded News unter anderem. Und ich kann das zum einen diesen Podcast jedem nur empfehlen und das Buch dann natürlich auch. Also ich freue mich da sehr, sehr drauf auf dieses Buch und deswegen habe ich es auch vorbestellt. Ich darf das auch gerne sagen und ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich eine persönliche Widmung da reinbekommen werde. Und ich habe jetzt offiziell hier Werbung gemacht, das heißt, die Shorthanded News werden wahrscheinlich nachher Kinocast retweeten. Müssen wir das hier als Werbung deklarieren eigentlich jetzt hier, die ganze Nummer hier, das machen jetzt viele, egal. Nee, das nur bei Bildern. Achtung, Werbung der da. Kinocast ist eine Dauerwerbesendung, ihr seid gewahr, wenn ihr das hört, wir bewerben hier Filme, schamlos, Produkte, natürlich. Alles. Genau. Nein, also wie gesagt, dieses Buch wirklich, ich freue mich drauf und wenn ich schon mal mich auf ein Buch freue, das ich lese, das will schon was heißen. Mir ist gerade eingefallen, ich habe noch einen Film geschaut. Moneyball. Guter Film, habe ich schon mal gesehen. Kann ich nur noch mal empfehlen, weil wir gerade hier mit Sport und so sind. Ja. Aber wir wissen ja, bei Moneyball geht es nicht um Baseball. Ja, da geht es eher um Spiel. Berechnungsalgorithmen dahinter. Fand ich sehr cool. Lief jetzt auch irgendwo auf Sky. Dann hat jemand ein Spiel bestellt. Schmidt Spiele Tarantel Tango. Drei Magier Kartenspiel. Bei der Gelegenheit kann ich auch ein Spiel empfehlen, was ich letztens gekauft habe. Das haben die auf Rocket Beans gespielt, fand ich total geil. Dieses Spiel heißt Das Ding da oder so ähnlich, warte, ich guck nochmal. Das Ding da. Nee, Moment. Nee, es kommt nur Quatsch. Ach, wie ist denn das? Dieses Ding. Ha, wie heißt das Spiel? Verdammt. Ich weiß, ich hab's doch. Steht das nicht hier unten bei mir im Schrank? Nein, nicht der Stephen King, nicht der John Carpenter Film. Ah, hier, Ein solches Ding heißt das Spiel. Ein solches Ding. Jawohl. Echt geiles Spiel. Steht auf jeder Karte, steht irgendwas drauf, so sinngemäß. Dieses Ding ist schwer. Oder dieses Ding ist glatt. Oder dieses Ding könnte man bei Ausgrabungen finden. Ja? Und jeder kriegt so eine Handvoll Karten, so 10 Stück. Und die erste Karte wird aufgedeckt, für alle sichtbar. Und dann legt man Reihe um, legt jeder eine Karte ab und jeder muss sich überlegen, ein Ding, zu dem das passt. Und dann ist so eine Mischung aus Poker und viel Nachdenken, viel Fantasie. Weil du kannst natürlich auch was legen, was weiß ich. Da gibt es zum Beispiel eine Karte, die hatte ich letztens gehabt, die habe ich ewig behalten, da wusste ich nicht, wo ich die an... Dieses Ding könnte ich so fotografieren, dass es von oben quadratisch aussieht. Oder so. Oder dass es quadratisch aussieht, das Foto. Ja, und ja, du kannst dann natürlich solche Karten legen und dann kann aber jemand anders sagen, Moment, ja, zeig mal, ja, was hast du denn für ein Ding? Wenn die Challenge falsch ist, dann muss derjenige, der falsch gechallenged hat, muss zwei ziehen. Und wenn derjenige geblufft hat, muss derjenige halt zwei ziehen. Ne? Also ganz einfach eigentlich. Ne? Und wird halt so lange gespielt, bis jemand keine Karten mehr hat. Wer zuerst seine Karten los hat. Und das macht so eine Laune. Also meine Tochter spielt das mit. Wir auch alle. Riesenspaß. Riesenspaß, sag ich euch. Riesenspaß, okay. Ein Prio-Safari-Zug hat jemand bestellt. Das kann ich auch empfehlen. Hat mein Sohn da oben alles voll mit Prio-Bahn. Sehr schönes Ding. Und eine Toshiba interne Festplatte 2 Terabyte. Vielen Dank an alle, die sich hier wieder erkannt haben bei irgendwelchen Bestellungen
über unsere Amazon Affiliate Links. Das unterstützt hier den Kinocast, die Serverkosten. Wer uns unterstützen möchte, ohne uns Geld über den Zaun zu werfen, der kann das gerne auf mentaler Ebene tun. Einfach einen Kommentar schreiben oder eine iTunes-Rezension bei iTunes Podcasts oder ganz neu jetzt bei Spotify. Einfach bei Spotify nach Kinocast suchen und den Kinocast dort abonnieren. Und man kann da, glaube ich, auch irgendwie Sternchen geben oder so, wenn ich mich recht erinnere. Oder geht nur oft im Webfrontend oder irgendwo ging das, ne? Das hilft immer sehr, wenn das jemand macht, ne? Ja, dann sind wir eigentlich so weit durch, oder? Das ist der heiße Scheiß, ne? Spotify. Spotify, ganz neu jetzt. Das ist gerade der heiße, nein, die Podcast bei Spotify ist der heiße Scheiß. Ja. Dann jeder, der was auf sich hält, der schmeißt seinen Podcast jetzt bei Spotify rein. Ja, ja, ist halt die Eintrittsschwelle ist halt sehr niedrig, weil viele haben schon Spotify, weil sie Musik hören. Und viele haben sich in der Vergangenheit ja ein bisschen schwer getan mit Thema Podcast. Wie abonniere ich das? Und mit iTunes und bäh, das ist ja alles irgendwie ein bisschen bäh von der Benutzeroberfläche. Oder mit anderen Podcast-Apps und dann lädst du runter und irgendwie kommst du nicht dazu und so. Deswegen bei Spotify, ja, macht es halt den Hörern einfacher. Also erreichst halt eine breitere Basis da. Ja, der Kinocast läuft da auch soweit ganz gut, habe ich gesehen. Also mich würde bloß mal interessieren, wie viele jetzt einfach abgewandert sind von ihrem bisherigen Hörverhalten, weil ich kann jetzt keine nennenswerte Wanderung feststellen. Also ich sehe jetzt nicht, dass jetzt zum Beispiel die Hörerzahlen hier über den Feed auf der Seite irgendwie nur die Hälfte geworden sind und der Rest jetzt irgendwie bei Spotify ist, sondern irgendwie ist das nochmal on top, dass da jetzt irgendwelche dazugekommen sind, was ich ganz okay finde. Kannst du die Zahlen auslesen, echt? Ja. Ich habe keine Ahnung. Bei Spotify, da wo du den Podcast angemeldet hast, da hast du so ein Dashboard. Derselbe Link. Okay. Derselbe Link und dann klickst du da drauf und dann siehst du die einzelnen Folgen, auch wie weit die gehört haben und sowas. Das ist eigentlich ganz, ganz geckig da. Bloß die Downloads über Spotify oder die Anhören, die es dort anhören, die werden natürlich nicht mit bei dir beim Feed gezählt, ne? In deinem Programm auf deiner Webseite, ne? Weil Spotify holt sich halt einmal die Datei rüber und dann spielen die aus, ja. Also die wird dann nicht mehr bei dir ausgespielt. Ach, 13 Follower, geil. Hey, also mich würde mal interessieren, wer den Kinocast nur über Spotify hört, wer vielleicht über Spotify jetzt quasi zu uns gekommen ist, kannst dich ja mal bitte melden, das wäre mal interessant zu wissen. Einfach mal auf kinocast.net gehen und unter der Folge mal einen Kommentar schreiben. Reicht auch, wenn ihr schreibt, ich oder so. Ja, mal sehen, wer das überhaupt hier bis zu Ende gehört hat. Ansonsten, ja, Chris, wir sehen uns dann morgen. Da müsste es klappen mit der Sneak. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auf morgen. Ja, drück mal die Daumen, dass was Gutes kommt. Liebe Hörer, lasst es euch gut gehen. Guckt ein paar Horrorfilme jetzt vor Halloween. Wenn ihr große Angst habt, dann guckt halt Disney-Filme. Dann bis dahin. Tschüss. Die aber auch grausig sein können. Ciao. Nein. Hexen in den Ofen geschoben. Genau. Tschüss. Tschüss. Bis bald im Kinocast.